PC-Spieler mit aktueller Hardware können in Crysis 2 dank Patch 1.9 viel Neues entdecken. Das Update wird übers Internet in drei Paketen ausgeliefert. Der Patch auf Version 1.9 erhöht die allgemeine Leistung und integriert lokale Echtzeitreflexionen und Contact Shadows. Das DirectX 11 Ultra Upgrade bringt Tessellation, Parallax Occlusion Mapping sowie Verbesserungen bei der Darstellung von Wasser, Partikeleffekten oder Tiefenschärfe. Das dritte Paket liefert höher aufgelöste Texturen. Es ist mit 1,7 GB der größte Teil des Updates und setzt eine Grafikkarte mit 768 MB Speicher sowie ein 64-Bit Windows voraus. Nach dem Patchvorgang überzeugen vor allem die tessellierten Straßen und Gebäude mit einem plastischen neuen Look. Je höher die Auflösung ist, desto feiner und schicker fallen die Effekte aus. In sehr niedrigen Auflösungen wirkt die Grafik durch Motion Blur und Tessellation blockig. Die höher aufgelösten Texturen fallen im direkten Vergleich positiv auf. Spieler, die im Wasser hüpfen, erzeugen jetzt in Echtzeit berechnete Wellen und die Lichteffekte wirken unter DirectX 11 mit allen Effekten auf Anschlag heller und stimmiger als noch in Version 1.8 unter DirectX 9. Ein paar Grafikfehler bringt das Update ebenfalls mit sich. Uns sind leichte Clipping-Fehler in den Gesichtern von Charakteren aufgefallen und in ein paar Winkeln zeigt sich nun ungewolltes Terraforming. Alles in allem ist Crytek das Update auf Version 1.9 gelungen. Crysis 2 sieht auf PCs mit ausreichend Hardware-Power jetzt viel schöner aus und nutzt zeitgemäße Technik.